Hallo, mein Name ist Ole von Du hast die Macht und heute geht es wieder um das Thema EU. Yes! Auch unsere Umwelt ist ein wichtiges Thema für die EU. Diskutiert wird zum Beispiel der Klimawandel oder erneuerbare Energie. Soll die EU entscheiden, mit welcher Energie jedes Land versorgt wird und was kann jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun? Wir werden es herausfinden, was sagt die Straße? Was meint ihr, wer sollte entscheiden, wie unser Land mit Energie versorgt wird? Das Land selber oder die EU? Wenn es eine Demokratie ist, würde ich sagen, das ganze Land. Also es sollte schon das Volk entscheiden, was genau für das Land wichtig ist. Die EU. Warum? Naja, wenn alle nicht an einem Strang ziehen, die große EU, die sind ja zusammenhängend. Und wenn die nicht an einem Strang ziehen, ist es ja Quatsch. Ja, auf jeden Fall das Land selber. Warum? Naja, ich denke halt, dass jedes Land, sag ich mal, seine eigenen Interessen hat. Und wir haben ja nun mal eine Regierung in Deutschland gewählt, direkt, sag ich mal, und halt keine EU-Regierung. Und von daher denke ich schon, dass die halt am besten die Interessen der deutschen Bevölkerung vertreten kann. Ich würde sagen, teils. Also einmal das Land selber sollte halt entscheiden, welche Energiequellen da genutzt werden. Und andererseits finde ich aber auch, dass die EU da gewisse Richtlinien vielleicht vorgeben soll, dass halt nicht jedes Land da nur Kohlekraft zum Beispiel benutzt, was halt umweltschädlich ist. Nutzt du erneuerbare Energie oder hast du schon mal drüber nachgedacht? Ja, aber bisher habe ich immer in der WG gewohnt und da war es halt mehr so, dass wie viel es kostet, ne? Ja, Solarzellen auf dem Hausdach zum Beispiel und sowas, das ist schon... Hast du? Ja, haben wir zu Hause. Ich versuche halt natürlich Stromanbieter zu wählen, die erneuerbare Energie benutzen. Aber man kann es natürlich schlecht kontrollieren. Man kann also schlecht sagen, okay, ich bin mir sicher, dass ihr das auch wirklich macht. An sich kommt alles aus der Steckdose, ne? Meinst du, die Politik kann den Klimawandel stoppen? Ja. Also stoppen, nein. Das Beste noch rausholen, ja. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube auch gar nicht so an diesen ganzen Klima-Hype, so ehrlich gesagt. Also ich vertrete eigentlich eher die Meinung, dass das Klima sich unabhängig von Menschen irgendwie bewegt. Vielleicht wird es irgendwann wieder kälter, keine Ahnung. Also generell, das ist der Job auch der Politik, was gegen den Klimawandel zu machen? Ja, schon. Also muss schon von den Leuten selber halt kommen. Also nur durch, ja, wenn nicht jeder bei sich selber anfängt, dann wird es halt auch nichts werden. So von oben diktiert, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Nicht nur die Politik, natürlich auch die Wirtschaft und auch die Konsumenten, also eigentlich jeder. Aber ich meine, die Politik hat nun mal die Macht, da auch vieles vorzugeben und ist auf jeden Fall auch daran beteiligt und sollte auch da ein Vorbild sein. Ich glaube, dass viele die Verantwortung immer an andere weitergeben wollen. Deswegen geben sie die Verantwortung an Politiker weiter. Und ja, wir selber sind natürlich für uns verantwortlich, für unser Leben. Da können wir nicht irgendjemand anderes darüber entscheiden lassen. Also ganz klar wir. Meinst du, was kann denn jeder Einzelne denn gegen den Klimawandel tun? Oder was machst du denn vielleicht? Was ich mache, ja. Ich habe angefangen auf Sachen zu achten, wie zum Beispiel, dass ich aufhöre. Ich fahre zum Beispiel nicht mehr alle Strecken unbedingt mit dem Auto. Ich laufe oder fahre mit dem Fahrrad mal ab und zu. Es gibt auch andere Sachen, zum Beispiel, wie dass man einfach Produkte ohne Plastik kauft. Ja, man könnte Strom sparen zum Beispiel, indem man einfach, weiß ich nicht, halt das Licht oder die Heizung halt immer ausmacht, wenn man es halt nicht braucht. Und man kann sich halt einen Kopf machen, wo der Strom herkommt und sich da vielleicht informieren und dann halt gezielt den Energieanbieter auch suchen, der halt auf erneuerbare Energien setzt. Oder auch allgemein auf so kleine Sachen, wie dass man weniger Auto fährt oder ja, sowas eben. Okay, dann noch eine Frage, gehst du dieses Jahr zur Europawahl? Ja. Nein. Ja, ich denke schon. Europawahl. Ist Mai. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht mit beschäftigt. Sollte ich mal machen. So, viele finden es gut, wenn die EU mitentscheidet, wenn es um das Thema Energie geht. Wiederum finden es aber auch viele Leute gut, wenn das Land selbst entscheiden kann. Und natürlich auch der Bürger. Politik und ihre Richtlinien können was verändern, aber die meisten meinen auch, dass sie selber was verändern müssen. Was könnt ihr denn verändern, wenn es um das Thema Klimawandel geht? Schreibt es in die Kommis, ich bin gespannt, haut da rein. Bis denn. Hallo, mein Name ist Ole von Du hast die Macht und heute geht es mal wieder um das Thema Europa. Yeah! Spionage, Geheimdienst, Internetüberwachung. Auch ein wichtiges Thema in der EU. Aber kann sowas nicht auch vor Kriminalität und Terrorismus schützen? Und was ist eigentlich mit dem Urheberrecht? Ein Recht für alle? Wir werden es herausfinden. Was sagt die Straße?